Warte, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nö. Gut. Mann, der war ja creepy. Ich weiß, Gustav. Okay, Samuel Hayden 3 für euch zum Durchlesen. Und weiter geht's. Oh. Emotion habe ich. Okay, voll. Okay, ich muss beide Runensteine finden. Und zwei Collectibles einsammeln. Tschüss. Erstmal schauen, wo... Ah. Zurück. Da hinten liegt noch ein USB-Drive. Hier irgendwo. Aha. 128 Gigabyte. Aha. Gibt es zu diesem Raum einen anderen Zugang? Ja. Ich probiere mal da hinzukommen. Mit Gustav. Ich schaue noch kurz, ob hier irgendwo wieder ein Lüftungsschacht an der Decke irgendwo ist. Anscheinend da drin ist ein Nest. Nicht. Hier vielleicht? Irgendwo? Nö, okay. Und auf geht's! Tschüss. Kabum. Na dann. Ran ans Herz. Lecker, 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 lecker. Okay, da hilft nur die hier. Und tschüss. Oh, warte, ich muss ja einen Strahl machen. So. So, euch zwei habe ich auch, ihr kleinen Stinker. Hm, den hier. Oh, warum kommst du her, du kleiner dicker Penner? Ah, komm her. Ah, der ist schon tot. Okay. Tschüss! Munition! Ach, so ein Dicker. Der sah gerade ein bisschen dicker aus als die anderen. Kam mir auch so vor. Hm. Gegeben hat aber trotzdem nichts. Der kleine Stinker. Komm ich hier rein? Oh, fuck. Ich hänge hier fest. Hm, das ist zu. Mal an.
Komm ich da hoch? Nope. Ich will die Map erkunden. Ich will alles wissen. Da komme ich nie und nimmer hoch. Komm ich hoch? Soll ich drücken? Ich drück mal. Ah. Aha. Sieh an, dann geht auch das hier auf. Ein Geheimnis gefunden. Oh mein Gott. Wie kann ich nur? Okay. Was bekommen wir denn? Armed with the heavy assault rifle, also unserem Gustav, hoffe ich doch. Eliminate all targets before the timer expires. Movement is only permitted for 3 seconds following any kill. Was bekomme ich dafür? Die Blood Fueled. Move faster for a short time after performing a glory kill. Gönne ich mir. Mensch, gönnt man sich mal. Man gönnt sich ja sonst nichts. Okay, wir können uns 3 Sekunden bewegen. Und wenn wir einen Kill machen, wieder 3. Und ich muss mit meinem Gustav durch. Nein, nicht Exit. Oh, komm. Ich bin ein Mongo. Habe ich das erwähnt? Ja, hast du. Schnauze, Gustav. Stehe ich wieder vor dem Ding, oder? Ja, Tut mir leid. Ich wollte eigentlich oben auf Fertig drücken. Wow. Ja, ja. Diesmal nicht. Diesmal mache ich es mit Pfeiltasten. Die Maus ist halt nicht auf meiner Seite. So. Also, Maus, geh weg. Jetzt. Starten! Hallo? Hast du lebt noch? Kacke. Wenn jetzt auch ein Hell Knight kommt, dann kotze ich. Da ist einer. Okay. Wow. Das war ja schwer. Wenn jetzt nur Hell Knights gekommen wären, das wäre fies gewesen, wenn ich mich nicht mehr hätte bewegen können. Das wäre... da wäre ich gefistet worden. Aber nur ein bisschen. Gut, gehen wir weiter. Ich bin wieder da! Ich weiß. Was? Chicken Puncher? Geil! Geil! Wie geil ist das denn? Kennst du das aus Doom 3? Der steht... Je schneller, desto besser, warte. Ich krieg schon so schnell ich kann. Gibt's da irgendwie ein Gimmick? So ab 1000? Warte. Jetzt? Nee. Enter Punch. Ja, je schneller man Enter drückt. Hä? Ah. Gibt's da ein gutes Intervall für? Ach ja. Haben wir nicht gemacht, dass du und? Ja, schwer. Wenn ich schneller punch, dann bekomme ich... Oh, nice. Ja, bis wie viel machen wir? Machen wir bis... 3000. Dann müsste ich jetzt noch mal den 25er schaffen. Jetzt. So, warte. So. 3100 habe ich schon. Okay. Hey. So. Das finde ich geil. Ist mein Rekord gespeichert? Nee. Mensch, das gab's im Doom 3 ganz am Anfang, das Ding. Richtig geil, versteckt enden. Man sieht's kaum. Ich liebe diese Gimmicks. Und da war noch Schild. Ich bin nicht blind. Ich auch nicht, Gustav. Ich weiß. Lass uns etwas töten. Meine Rede. Apropos, da ist was zu töten. Sonst noch wer?
Checkpoint. Habe ich was vergessen hinten? Ich habe bis jetzt alles mitgenommen. Bis auf den Raum hier. Kommando zurück. Vor, links und rechts. Da hinten. Was gibt es hier? Hier kommt man nicht rein. Wozu gibt es diesen... Ist hier irgendwo ein Hebel? Ist da ein Geheimlevel drin? Gibt es hier unten irgendwo einen Hebel? Hier ist auch Muni. Oder da hinten drin? Gibt es hier noch einen Hebel drin? Warum ist da ein Raum, wo ich nicht rein kann? Der da. Ist hier ein Hebel? Was bist du? Nee. Hier kommt man auch nicht zurück. Da war das. Da hinten ist der Chicken Puncher. Aber ansonsten gibt es da nichts. Okay. Und das ist jetzt zu. Ja, war doch klar. Da komme ich da wahrscheinlich auch gar nicht mehr rein. Aha, vielleicht ist da oben der Hebel. Und ich komme hier rüber. Da runter muss ich. Aha. Jetzt sind hier hoch. Hey. Ja, 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 so ist das. Erstmal umschauen. Bin ich denn hier? Das wird mir gar nicht angezeigt, die Ebene hier. Ist da irgendwas drauf auf dem Ding? Nee. Ich glaube, da ist ein Secret drin. Aber ich weiß leider nicht, wie man reinkommt. I have no fucking idea. Und wo geht's hier rein, ist die Frage. Aha. Tja. Nice. Pobaskal. Da ist der Hebel. Fuck, wie komme ich da hin? Muss ich da übers Rohr drüber? Nee. Was willst denn du da noch rum, ey? Drecksviech. Sind die gerade neu gespawnt? Okay, vielleicht muss ich nochmal zurück. Ich glaube, ich habe da eine Idee, aber es wird euch nicht gefallen, dahin zu kommen. Warte. Und zwar wahrscheinlich... Nee. Da aufs Rohr drauf. Ich komme hier nicht durch. Oder Duck Jump, warte mal. Nee. Duckjump kommt man da nicht rum. Man muss echt hier rumspringen. Oder muss man hier einen auf, Wie ich denn jetzt hier? Nope. Jetzt bin ich hier. Und zieh den Hebel. Lass mich raten, da hinten ist jetzt das Ding aufgegangen. Und einmal hier hoch. Da hoch. Hier hin. Und dann wieder zurück.
Ja, da ist offen. Da ist offen. Ich bin geil. Habe ich schon zwei Secrets? Nee, eins von beiden. Explosionsfässer machen mir keinen Schaden mehr, oder? Nö. Finde ich geil. Kommt hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Ich geh mal an der Wand entlang und drück mal E. Nö. Nö, 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 nö. Aber kann man hier irgendwo hochspringen? Sieht so komisch aus, das Level. So ein bisschen. Gibt's hier irgendwas? Hm. Aber warum ist diese Mulde hier drin? Hier. Ich bin verwirrt. Ich auch. Ist einfach nur ein Secret Room mit nichts drin, außer einem Ammo-Ding. Schade, ich habe gedacht, da gibt's mehr. Oder geradeaus durch irgendwas. Ich drücke auch E. Muss ich auch F drücken? Nee. Jo, das war's, Mensch. Das war toll. Ich hab gewusst, da kommt man irgendwo rein. Oder irgendwie. So, jetzt sollten wir aber mal weitergehen. Jetzt haben wir uns hier schon lange genug aufgehalten. Zwei Secrets gefunden. Ich bin befriedigt. Was gibt's hier unten, ist die Frage. Ach, da kommt man rüber. Komme ich hier auch wieder zurück? Aha! Noch ein Secret. So, Zeit für He-Man Action. He-Man. Eine Welt, die dir nicht gefällt. Jetzt können wir nur auf Amore gehen. Mm-mm. Aber ein Tier kommt man dann wahrscheinlich so rüber. Wow. Na dann, gehen wir mal kurz da runter. Gibt's nämlich... Da ist noch einen, oder? Okay, ich muss darüber springen. Du schaffst es! Hoffe ich doch. Nicht! Penner. Komm schon, geh auf. Hui. Und einmal rein da. Guten Tag. Ah, guck mal. Guck mal an, da schwebt so ein kleiner geiler Roboter. Den werde ich mir snacken. Und jetzt? Nach oben. Hey. Jump and Run, Junge. Minecraft Adventure Map. Okay, zu viele Wege für mich. Wobei, der ist zu, oder? Ja. Dann gibt's doch nur einen Weg. Da ist zu. So kommt man da hoch. Aha, hier soll man also drauf gehen, wenn man noch nicht das Perk ausgerüstet hat, dass die Explosionsfässer einem keinen Damage zuführen. Okay, da unten ist ein Secret, wenn ich da hin will. Dann gehen wir da mal hin. Hier sind die Ventilatoren wieder an. Muss ich den ausmachen? Ja, mach mal aus. Lass mich mal da runter. Dankeschön. Hallöchen. Was hole ich mir denn jetzt noch? Hm. Weapon Mod. Ich werde gerade angeschrieben.
Jetzt nicht, danke. Gatling Gun, the Weapon Mode Button, can spin up the Chain Gun. Okay. Was hole ich mir denn? Das Scout brauche ich nicht. Entweder Gatling Gun oder das Precision Shot.